Ja, liebe Medienvertreter, liebe Fans und Unterstützer des 1. FC Magdeburg, ich begrüße euch herzlich zur Pressekonferenz vor unserer Erstrundenpartie im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt am Montag um 20.45 Uhr in der MDCC-Arena. Herzlich begrüße ich auch unseren Cheftrainer Christian Tietz. Für diese Partie sind zugelassen 26.350 Zuschauer. 2.400 Zuschauer werden aus Frankfurt erwartet. Aufgrund von nicht abgerufenen Kontingenten gibt es noch Resttickets, wie wir auch schon über unsere Social-Media-Kanäle veröffentlicht haben. Schaut nochmal rein, es gibt auch noch einzelne VIP-Tickets, wenige Restkarten. Die Möglichkeit besteht, dass man da noch zuschlägt. Kommen wir direkt zum Personal. Ausfallen werden Florian Kahrt, der unter dem Pfeilwurschen Drüsenfieber leidet, sowie Lukas Schuler und Maximilian Franzke, die sich im Aufbautraining befinden. Herr Trainer, Eintracht Frankfurt, Europa-League-Sieger der vergangenen Saison. Was glaubst du, welch ein Gegner erwartet uns am Montagabend hier unter Flutlicht in der MDCC-Arena? Eine Mannschaft, die enorm laufstark ist, die gerade, wenn du die Pässe nach außen spielst, ein gutes Pressing spielt, die enger Mann ist, der aber ihrerseits auch mit dem Ball gute Ideen hat, wie sie das Spiel von hinten aufbauen wollen. Ein Team, das in allen Mannschaftsteilen eine hohe Qualität hat. Danke, Trainer, für die einleitenden Worte. Kommen wir zur Fragerunde. Eure Fragen bitte. Ronny Hartmann für die Bild-Zeitung. Ja, Herr Tietz, ich war etwas verwundert, dass die Pressekonferenz zu so einem frühen Zeitpunkt schon stattfindet, weil da haben Sie ja wahrscheinlich noch einige Trainingseinheiten, um sich darauf vorzubereiten. Planen Sie nochmal in ein Kurzcamp zu fahren, um sich vorzubereiten, oder hatte das andere Gründe? Also an mir hat es nicht gelegen. Es hat eher an dem Wunsch daran gelegen, die Pressekonferenz heute zu machen, weil die Pressevertreter noch Zeit haben. Gut. Ja, dann mache ich mal weiter. Ihr neuer Spieler, der Ömer Beyaz, wäre der schon eine Option für Montag? Ich will da gar nichts ausschließen. Ömer hat jetzt mit uns gestern das erste Mal trainiert. Und das war eine gute Einheit von ihm, hat sich direkt gut eingefunden. Und jetzt wollen wir mal die nächsten Tage noch ab. Vielleicht dann gleich zum zweiten neuen Mann, Erik Boakir. Der trainiert seit Montag ja schon mit. Vielleicht haben Sie da auch schon eine Einschätzung für uns. Nein, da ist es so, dass wir uns wirklich die Zeit nehmen wollen, ihn uns noch genau anzusehen. Wie lange wird das sein? Kann ich jetzt nicht beantworten. Okay, dann vielleicht gleich nochmal weiter. Im August 2016 gab es das letzte Aufeinandertreffen zwischen Frankfurt und Magdeburg. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie da die richtigen Ansprechpartner sind. Es gab im Rande auch Ausschreitungen. Nur ist die Frage, gibt es da Kontakt zwischen beiden Vereinen schon oder Präventivmaßnahmen, damit es solche Bilder wie vor 6 Jahren nicht gibt? Also es war vor meiner Zeit, da kann ich nicht viel dazu sagen, aber dass die Vereine miteinander Kontakt haben, ist ja klar. Und wir haben hier am Montag Abend ein DFB-Pokalspiel und das wollen wir alle als das Spiel genießen, was es ist, nämlich den Fußball in den Vordergrund setzen. Ich denke, alle Menschen, die ins Stadion kommen, wollen auch das Spiel sehen. Thilo Vogelsang von Radio SRW, bitte. Hallo Trainer, die erste Frage würde ich an meine Kollegin Nealin Blecher weitergeben. Genau. Rein auf Papier ist Eintracht Frankfurt der Favorit. Wie sehen Sie das? Ist das ein Vor- oder ein Nachteil für den FCM? Also es ist ein Pokalspiel, wo wir wissen, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die höherklassig spielt, die den Europacup gewonnen hat. Also dann ist ja klar, dass wir auf einen Gegner treffen, der eine enorm hohe Qualität hat, allein gegen welche Teams die gespielt haben. Aber am Montagabend ist ein Pokalspiel und wir wollen versuchen, das genau als dieses zu betrachten und das auch versuchen, offen zu halten. Ich mache jetzt weiter. Am Montag, das ist ja dann das Pokalspiel, ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Die Fans lieben es. Lieben sie es auch? Und was machen sie anders als im normalen Ligaspiel? Also eigentlich machen wir gar nicht viel oder irgendetwas anders. Ja. Es ist quasi so, wie wir gegen Fortuna Düsseldorf gestartet sind, auch am Abendspiel. Das Stadion wird voll sein. Es hat natürlich einen Unterschied in der Qualität des Spiels durch den Gegner und durch die Tatsache, dass Sieg und Niederlage entscheiden über das Weiterkommen. Und das ist das, was natürlich so eine Partie so enorm interessant macht. Und das ist auch, glaube ich, ein Faktum, den so eine Partie spannend werden lässt. Und wir haben ja viele Spiele in der Vergangenheit gesehen, die auf einmal anders ausgegangen sind, wie man es auf dem ersten Papier gedacht hat. Aber bei uns ist die Vorbereitung ganz normal. Wir trainieren unsere Dinge. Wir haben den Gegner uns gut angesehen. Wir bereiten uns darauf vor. Wir haben jetzt sogar noch den Vorteil, dass wir ein paar Tage mehr Zeit haben dafür. Und dann geht's am Montag raus. Und dann spielen wir alle Fußball und dann schauen wir, wo es am Ende des Tages landet. Wenn ich richtig geguckt habe, das ist auch erst Ihr drittes DFB-Pokalspiel.
Eins mit HSV und eins mit dem FCM. Ja. Noch aufgeregt oder noch mittlerweile schon Routine, DFB-Pokal? Ich freue mich einfach nur drauf, ja, dass wir so ein tolles Los bekommen haben und dass wir jetzt in der ersten Runde dabei sind. Frage, die ich stellen muss, Pokalspiel, lassen Sie Elfmeter trainieren? Weil wir ja auch gerade 2016 gegen Eintracht Frankfurt im Elfmeterschießen ausgeschieden sind. Wäre jetzt nicht speziell an dem heutigen Tag oder insgesamt an den Tagen, aber das machen wir eh regelmäßig. Der FCM hat an Paderborn 3 Spiele abgegeben. Nun trifft Paderborn auf Einheit Wernigerode. Haben Sie für die Wernigerode ein paar Tipps? Da wäre ich auch der Falsche, aber ich kann Ihnen eins sagen, dass sie auf eine sehr spielstarke Mannschaft treffen werden. Aber auch da gilt es, die spielen zu Hause in ihrem heimischen Stadion. Da wird Atmosphäre, da wird eine andere Form von Kribbeln da sein. Und da muss man schauen, wer das Spiel für sich entscheiden kann. Abschließende Frage würde ich kurz das Pokalspiel verlassen. Ein kurzes Statement zur Frauenfußballnationalmannschaft. Ja klar, freut mich das. Das ist natürlich ein super Erfolg, dass sie ins Endspiel eingezogen sind. Und jetzt heißt von uns hier allen von unserer Seite Daumen drücken, dass das Finale gewinnt. Rudi Bartlitz von Kompakt Media. Herr Tietz, der Kollege Hartmann hatte schon gefragt am Anfang, wie muss man sich die Vorbereitung jetzt vorstellen? Ist ja ungewöhnlich, Montagabendspiel für Ihren normalen Rhythmus. Trainieren Sie Sonnabend, Sonntag oder gibt es da nochmal Freie dazwischen? Wie mussten Sie sich da sehr umstellen in der Trainingsgestaltung die ganze Woche über oder ist das ganz normal? Nein, ich habe es eben schon gesagt, für uns ist es sogar von Vorteil, weil wir haben viele, viele Spieler, die auch krank oder angeschlagen waren. Jetzt haben wir eine lange Trainingswoche, die können wir natürlich für uns gut nutzen. Aber nichtsdestotrotz werden wir morgen noch einen freien Tag machen. Und dann trainieren wir ganz normal Samstag, Sonntag. Am Montagmorgen haben wir eine Aktivierungseinheit, gehen ins Tageshotel und dann geht es abends los. Frank Martin vom MDR. Ich will da gleich mal anschließen an diese Frage. Sie haben bereits zweimal gespielt in der zweiten Bundesliga. Eintracht Frankfurt hat quasi in der Bundesliga, in der ersten Bundesliga noch nicht spielen können. Wie hat das die Vorbereitung verändert? Oder haben sich irgendwelches Material besorgt? Oder? Ja, wir sind ganz normal, haben wir uns die Spiele angesehen, die letzten beiden Spiele, die sie gehabt haben, gegen Gegner. Und jetzt dann auch nochmal, gestern hatten sie ja nochmal bei Astoria Waldorf gespielt. Auch das Spiel haben wir uns nochmal angesehen. Stefan Weidling vom MDR Fernsehen. Herr Tietz, vielleicht können Sie mal kurz einordnen, Sie haben eine lange Trainerkarriere. Welchen Stellenwert hat dieses Spiel gegen Eintracht Frankfurt für Sie? Also ich will es gar nicht so erhöhen, bei allem Respekt vor dem Gegner. Aber es ist jetzt ein Spiel, wo wir bestreiten und das wollen wir erstmal angehen. Genau das ist unsere Art und Weise. Wenn wir da, glaube ich, zu viel hineininterpretieren, werden wir der Situation vielleicht sogar etwas ungerecht oder machen etwas, was wir gar nicht wollen. Sondern wir haben hier ein Heimspiel gegen einen richtig starken Gegner. Und genau da wollen wir versuchen, dass wir unser Spiel mit reinbringen ins Spiel, dass wir unsere Qualität mit einbringen können, mit dem Publikum hier im Rücken, dass wir eine Möglichkeit haben, ein Spiel für uns positiv zu gestalten. Sie haben es gerade selbst gesagt, also auch Ihr Spiel durchbringen. Welchen Fehler darf denn Ihre Mannschaft nicht machen gegen so einen erstklassigen Gegner? Fehler können Sie leider nicht verhindern, schon gar nicht auf dem Niveau. Die werden auch am Montagabend passieren. Aber klar ist eins, das hat auch die Eintracht gezeigt, wie gefährlich es ist gerade, wo du bei Tempo Gegenstößen darauf achten musst, weil sie sind in der vordersten Linie mit enorm schnellen Spielern besetzt. Die haben weitere Spieler, die schnell umschalten. Und wo wir auch wissen, wo immer eine Gefahr lauert, wenn sie über ihre Außenbahn kommen und dann aus dem Halbfeld die Eingaben nach innen reinspielen. Da müssen wir wirklich auf der Hut sein und die Dinge gut verteidigen, eine gute Restverteidigung aufgestellt haben und auch öfters wirklich eng beim Mann dabei sein. Die Eintracht hat einen sehr prominenten Neuzugang, einen Weltmeister, den Herrn Götze, den WM-Torschützen von 2014. Wie ist das, wenn man sozusagen auch für Ihre Jungs, die spielen gegen den Weltmeister, der hier quasi überall bekannt ist, wie kriegt man den in den Griff? Ich glaube, dass meine Mannschaft hochmotiviert ist, dass sie genau das, wie jeder Sportler, der an zum Spieltag rausgeht, der will den Wettkampf, der will den Wettbewerb, will versuchen zu zeigen, dass er auch Fußball spielen kann, dass er dagegen halten kann. Und das wird der Ansatz sein, wo die Jungs auch mit rausgehen. Sie haben gesagt, Sie haben sich das Spiel schon angeguckt gegen Astoria Waldorf, das war ja gestern Abend. Wie lange haben Sie denn gebraucht, um die Eintracht zu entschlüsseln? Also ich weiß nicht, ob man davon reden kann, weil das ist auch eine Mannschaft, die sehr facettenreich ist. Aber wir haben natürlich schon zwei Faktoren. Wir haben aus der letzten Saison Spiele gesehen, wo wir den Gegner kennen. Und wir haben uns auch zwei andere Vorbereitungsspiele, wie sie gegen Turin und gegen Linz gespielt haben, uns auch angesehen. Und nach dem gestrigen Abend glauben wir ungefähr, wie sie antreten, aber sie wissen auch, der Trainer vom Gegner hat auch Ideen und was am Ende des Tages draußen passiert ist, das zeigt dann erst der Spieltag. Ja, noch eine abschließende Frage.
wenn man so ein bisschen in den Medien sich umhört und so, man hört überall, was ich auch gut finde, keine Angst, wir haben Respekt, aber keine Angst vor der Eintracht. Wie sehr kann man denn, auch wenn man natürlich Außenseiter ist, eine Mannschaft auch stark reden? Wie wichtig ist das auch sozusagen, immer wieder zu sagen, wir wollen so Spiel durchbringen, wie sehr kann man das machen? Also zunächst mal glaube ich, dass der Gegner eh schon sehr, sehr stark kommen wird aufgrund der Tatsache mit einer längeren Vorbereitung, mit der ganzen Qualität. Bei unserer eigenen Mannschaft ist das Wichtigste, dass du Spieler hast, die rausgehen, das Selbstvertrauen haben, die an sich glauben. Das versuchen wir den Spielern schon immer zu transferieren und mitzugeben, dass wir in sie ein Vertrauen haben, dass wenn wir unsere eigenen Inhalte gut mit ins Spiel überbringen, dass wir auch eine Qualität mit auf den Platz bringen. Aber das hängt wirklich auch immer viel vom Gegner ab, inwieweit, was sie bei dir zulassen. Dankeschön. Bitte. Gibt es weitere Fragen? Ja, Frank Barty nochmal. Kurze, Herr Tietz, wie wichtig war denn dieser Erfolg? Sie haben es ja gerade selber angesprochen beim Karlsruher SC, dass Sie das dann quasi noch ins Ziel retten konnten, dieses 3:2 für das Pokalspiel. Also ich glaube, was wir gesehen haben in den ersten beiden Saisonspielen, dass wir über beide Phasen, beide Spiele für uns ein Stück weg unserer Art überspielen wollen, umsetzen konnten, die Art, wie wir einen Gegner bespielen wollen, wie wir Chancen herausspielen wollen, wie wir ihn anlaufen. Das hat mehrheitlich gut geklappt. Aber nichtsdestotrotz, Fußball ist ein Ergebnisspiel und für die Psyche und für das Selbstvertrauen sind Siege was ganz Wichtiges. Und deswegen war es natürlich sehr entscheidend, dass wir nach der Heimniederlage es geschafft haben, in Karlsruhe zu gewinnen. Und ich glaube, was den Jungs aber sehr viel mitgibt, dass wir knapp die ersten 60 Minuten wirklich in dem Spiel drin waren, das Spiel eigentlich für uns schon auf die Seite gezogen haben. Und jetzt kam ein Faktor mit dazu, der wird uns auch hier am Montagabend erwarten, dass ein Gegner Waffen hat, die er gegen dich setzt, mit der Wucht, mit dem schnellen Spiel, mit den Eingaben von außen, mit den Umschaltmomenten. Und da haben meine Spieler auch gesehen, dass wenn sie konzentriert sind, dass wenn sie dagegen halten, dass sie auch eine Chance haben, diese Dinge zu verteidigen. Und deswegen hat uns das natürlich gut getan. Es gibt nichts Wichtigeres wie Siege, die Selbstvertrauen aufbauen. Wenn es keine weiteren Fragen, doch, Stefan Weiting nochmal. Eine Nachfrage zu Mario Götze, weil Sie davon so ein bisschen ausgewichen sind. Gibt es da speziell nochmal eine Analyse von diesem Spieler, der auch als Instinktfußballer bekannt ist, der manchmal Pässe spielt, die man gar nicht so hervorsehen kann, dass der irgendwie von Ihren Männern besonders in Acht genommen werden muss? Gibt es was ganz Spezielles auf Mario Götze? Ich wollte dem gar nicht ausweichen. Ich wollte damit nur aufzeigen, dass die Eintracht wirklich viele gute Offensivspieler in ihren Reihen hat, mit verschiedenen Facetten, mit verschiedenen Qualitäten. Aber es ist bei uns etwas ganz Normales, dass wenn wir der Mannschaft den Gegner vorstellen, dass wir auch die einzelnen Spieler mit ihren Profilen vorstellen, was für Stärken sie haben, was sie besonders gut machen, wo wir darauf achten müssen und wie wir es vielleicht verteidigen können. Und was haben Sie da bei Mario Götze gesagt? Da gibt's schon alleine die Aspekte, dass er einen ganz schnellen guten Tiefenpass spielen kann. Die Art, wie er mit dem Rücken zum Gegner den Ball abschiebt, wie er dann aus der Drehung nach vorne reinspielt. Und da gibt es noch vieles, vieles mehr. Aber das würde, glaube ich, hier unsere Pressekonferenz sprengen. Es ist gar nicht so Sinn und Zweck, das hier alles zu erzählen. Dann beenden wir doch die Pressekonferenz. Vielen Dank, dass ihr da wart. Alle weiteren Infos findet ihr bei uns in der App oder auf der Homepage. Und wir sehen uns dann am Montag 20:45 Uhr hier in der MDCC-Arena unter Flutlicht gegen Eintracht Frankfurt. Danke.